Hallo, schön, dass ihr dabei seid. So ist jetzt Anfang Dezember. Der Herbst ist jetzt noch fast durch. Es hängen nur noch ganz wenige Buchenblätter an den Bäumen. Und ich habe das Fotografieren quasi für die Herbstfotografie jetzt mal eingestellt. Thema ist heute Schwarz-Weiß-Fotografie. Das ist für mich ja, was diesen Kanal angeht hier, ein ganz neues Thema. Ihr habt der Familie noch gar keine Schwarz-Weiß-Bilder gesehen und auch keinen Beitrag dazu. Und ich bin auch gar nicht so sehr der Schwarz-Weiß-Fotograf. Ich liebe die Farben und ich finde, die Farbe hat gerade in der Bildkomposition eine ganz mächtige Sprache. Und mir gefallen die Farbfotografien einfach sehr gut und deshalb fotografiere ich nahezu nur in Farbe. Dennoch, wenn ich mir Schwarz-Weiß-Fotografien ansehe, dann bin ich natürlich auch begeistert, wenn ich da gute Sachen sehe. Und da gibt es viele von. Ich habe es halt nur noch nicht geschafft, wirklich gute Bilder zu machen in Schwarz-Weiß. Und das liegt daran, dass ich nicht in Schwarz-Weiß fotografiere. Wenn man jetzt denkt, ja, dann wandel doch einfach mal deine Farbfotografien in Schwarz-Weiß um. Ist ja nur ein Häkchen in Lightroom oder Capture One. Der irrt. So, sehr zu Recht wird man ja in der Fotoschule darauf hingewiesen, wenn ich Schwarz-Weiß fotografieren möchte, dann muss ich auch mit dem Vorsatz losgehen, Schwarz-Weiß fotografieren zu wollen und die Kamera auch darauf einstellen. Und da gibt es einen wichtigen Grund zu, warum das so wichtig ist, genau so vorzugehen. Wenn ihr euch jetzt zum Beispiel mal diese Szene hier anguckt, die ihr jetzt in Farbe seht, dann haben wir Rottöne, Grüntöne, das Fahren ist so beige-gelb inzwischen, verschiedene Grüntöne natürlich und dann ein bisschen hell vom Himmel. Dann diese braunen, leicht grünen Borken der Bäume. Die kann man in Farbe natürlich sehr gut unterscheiden. Und gerade das Grün und das Rot hebt sich natürlich sehr gut voneinander ab. Und daraus kriegt man eine vernünftige, gute Bildkomposition hin, alleine schon durch Trennung dieser Farben. Wie diese Farben sich allerdings als Grauwert verhalten, kann man nicht erkennen, wenn man auf Farbe eingestellt hat. Und deshalb kann man die Bildwirkung überhaupt nicht erkennen, wenn ich Farbe sehe und ich möchte Schwarz-Weiß rausbekommen. Und da hilft einem auch nicht so viel Erfahrung, weil wie viel Gelb- und Rotanteil in diesem Farn noch drin ist, das kann ich der Pflanze nicht ansehen. Das sehe ich tatsächlich erst dann, wenn ich dann später mal an den Reglern drehe und die Farbfilter rein und raus schiebe, wie viel andere Farbanteile da drin sind. Und deshalb ist es wichtig, vorher umzuschalten, damit ich sehe, wie sieht Schwarz-Weiß denn aus, wie sehen die Grauwerte aus, welche Kontraste ergeben sich dadurch und welche Formen und Linien sehe ich denn jetzt überhaupt noch in meinem Bild. Und ich schalte jetzt mal um, dieses Bild von Farbe auf Schwarz-Weiß und dann wird mal ein bisschen deutlicher, was ich meine. Ja, ich habe die gleiche Szene jetzt umgestellt auf Schwarz-Weiß, ohne irgendwelche Filter reinzunehmen. Und ihr seht, das, was ich vorher gut unterscheiden könnte, der grüne Ilex und die roten Buchenblätter, die unterscheiden sich jetzt kaum noch. Also man kann nur noch anhand der Formen eigentlich erkennen, dass es hier Unterschiede gibt. Und ich habe eine ganz andere Szenerie. Das heißt, das jetzt so zu fotografieren, das wird ja auch fast kaum Sinn machen, weil das ist jetzt ein Mittelgrau-Wischiwaschi. Kann auch gut sein, aber jetzt hier seht ihr sofort, durch Auflösung der Farben macht das Bild hier überhaupt keinen Sinn mehr. Ja, da ich jetzt hauptsächlich in Farbe fotografiere, heißt das nicht, dass ich nicht auch da Schwarz-Weiß-Aufnahmen rausziehen kann. Es ist halt nur ein bisschen zufälliger, das Ergebnis. Und ich kann das anhand der Umwandlung dann in der Software erst entscheiden, ob das Bild dann in Schwarz-Weiß Sinn macht oder nicht. Also mein erster Tipp ist natürlich, wenn ich wirklich Schwarz-Weiß fotografieren will, dann muss ich das von Anfang an auch so machen. So, in meinem Fall ist es aber so, ich habe nur Farbfotografien und jetzt möchte ich aber ganz gerne ein paar Schwarz-Weiß-Bilder haben. Dann möchte ich euch jetzt mal zeigen, wie man das anhand von Lightroom oder Capture One vielleicht doch noch einigermaßen hinbekommt. Ich zeige euch jetzt mal, wie die Farben sich dann wirklich verhalten und welche Möglichkeiten der Einstellung ich noch habe, wenn ich zum Beispiel solche Gelbtöne habe oder diese Rottöne der Buche. Das Schöne an der Software-Einstellung in Schwarz-Weiß ist nämlich, ich kann hier an den Regler machen, was ich will. Ich kann die bis ins Extreme schieben, weil in Schwarz-Weiß löst sich die Sinnvorgabe durch Farbe auf. Ich kann hier nichts falsch machen. Ich erhöhe ja nur den Grauwert oder verringere den halt oder erhöhe die Luminanz. Ich zeige euch das jetzt gleich mal in der Software, was ich meine. Wenn ich es umgekehrt beschreibe, wird da vielleicht auch eher ein Schuh draus.
Wenn ich bei einem Farbbild einen Regler zu weit hochziehe, die Farben und die Luminanz, dann wird das Bild unsinnig. Wenn ich aus Grün Violett mache und ich gucke da drauf und das ist eine Landschaftsaufnahme, dann hält das Gehirn das automatisch für falsch oder nicht gut. Es sei denn, es ist ein abstraktes Bild. Aber ich rede jetzt mal über so eine Landschaftsfotografie. In Schwarz-Weiß ist das aber nicht so. Ich sehe ja keine Farben mehr. Deshalb kann ich mit dem Regler machen, was ich will. Und das zeige ich euch gleich mal. Und deshalb kann ich dann aus solchen Tönen wie Gelb zum Beispiel relativ viel rausholen. Bei dem Rot vor dem dunklen Hintergrund ist das schon ein bisschen schwieriger, kann aber trotzdem auch gut werden. Auf der anderen Seite ist es aber so, und das zeige ich euch auch gleich an einem Beispiel. Ich habe ein Bild gemacht jetzt im Herbst mit sehr schönen Gelbtönen von einer Eiche. Und als Begrenzung dazu habe ich rechts und links Baumstämme genommen. Und wenn ich das in Schwarz-Weiß, sondern selbst wenn ich die Eichenblätter gut hervorhebe, das ganze Bild passt in der Komposition einfach überhaupt nicht mehr und ist dann gar nicht zu gebrauchen. Aber es ist halt nicht hoffnungslos und das werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, um zu verdeutlichen, was ich meine, gehen wir mal so eine Wandlung von Color in Schwarz-Weiß anhand eines Bildes durch. Dieses Bild ist vor einigen Wochen im Dämmerwald entstanden und ist jetzt schon fertig bearbeitet. Und wenn ich das jetzt wandle, dann gehe ich in Grundeinstellungen, kann jetzt einfach auf Schwarz-Weiß umstellen in Lightroom und dann sieht das Bild so aus. Das ist jetzt noch keine Katastrophe, aber hat natürlich nicht die Wirkung wie in Farbe. Was man jetzt ganz gut erkennen kann, ist, dass die Baumkrone hier, die vorher sehr gut sich abgehoben hat vom Hintergrund, dass die jetzt quasi hier in diesen Bereichen und hier in diesen Bereichen mit dem Hintergrund verschwimmt. Und das wirkt natürlich hier nicht mehr so gut. Man müsste jetzt hier also tatsächlich noch weiter an den Einstellungen arbeiten. Noch schlimmer wird es aber, wenn ich mal wirklich auf das RAW-Format zurückgehe und auf das unbearbeitete Bild. So, hier ist das unbearbeitete Bild im RAW-Format. Und man kann jetzt sehen, also ich habe jetzt hier wirklich auch noch nicht beschnitten. Ich schalte jetzt aber mal um auf Schwarz-Weiß. Und jetzt ist es wirklich alles sehr flau. Und jetzt muss man schon wirklich ordentlich anfangen, an den Werten zu drehen, damit das wieder hergestellt wird. Ich kann ja jetzt einfach mal hier ein Preset nehmen von der linken Seite hier. Ich gehe mal auf Landschaft. Dann wird es jetzt schon ein bisschen besser. Aber man kann eigentlich nicht erkennen, dass hier ein Baum gezeigt werden soll, der so ein bisschen im Vordergrund steht hier. So, was ich euch aber jetzt noch zeigen möchte, ist, welche Macht diese Einstellungen haben auf Schwarz-Weiß-Bilder, wenn ich jetzt in diese Schwarz-Weiß-Mischkanäle gehe. Ich setze das erstmal alles wieder zurück. Da war noch das Preset drin. Und wenn ich jetzt mal einen einzelnen Farbregler drehe, dann könnt ihr sehen, hier jetzt mal rot. Dann werden alle Rottöne hier beeinflusst. Und man sieht relativ wenig. Nur hier in dem oberen Bereich tut sich so ein bisschen. Dann gehen wir mal auf die Orangetöne. Und jetzt kann man sehen, in ganz vielen Teilen des Bildes sind Orangetöne vertreten, was man vielleicht vorher gar nicht so meinte. Und jetzt kann ich wirklich hier in die Extreme gehen, nach ganz links oder ganz rechts, und das hat schon einen extremen Einfluss auf das Bild. Das gleiche bei Gelb. So dass man hier dann doch über die Software-Einstellungen noch einiges rausholen kann. Ja, auf Grundlage dieses Farbbildes habe ich jetzt mal angefangen, ein Schwarz-Weiß-Bild komplett zu bearbeiten, und ich blende jetzt mal über von meiner Farbvariante in die Schwarz-Weiß-Variante. Ja, hier habe ich eine wunderschöne Aufnahme von einem abgestorbenen Ast, auf dem dann Moos gewachsen ist und diese Kleeblätter zu sehen sind in einem richtigen schönen kräftigen Grün, und die Buchenblätter, die sind gerade erst gefallen und bilden also einen tollen Farbkontrast zu dem grünen Klee. Also ein wirklich sehr gutes Bild, mir gefällt es ausgesprochen gut. Aber hier stößt man jetzt an Grenzen, wenn man das in Schwarz-Weiß abbilden will. Meine Erwartungshaltung war eher positiv. Ich habe gedacht, das lässt sich jetzt gut wandeln, weil man auch die Kanäle relativ gut einzeln anfassen kann mit dem Grün und dem Roten.
Ich schwenke jetzt aber mal weiter auf das Schwarze. So, hier ist die Schwarz-Weiß-Variante und das ist jetzt schon wirklich komplett von mir bearbeitet. Und ich finde, dieses Bild funktioniert einfach nicht. Die wunderbaren Strukturen, die man in den Buchenblättern hat und der Kontrast, der sich auf dem Roten zum Grünen ergibt, die geht hier vollkommen verloren. Und die Kleeblätter, die wirken auch nicht so gut. Die sind zwar deutlich heller als die Buchenblätter, aber insgesamt wirkt die ganze Komposition nicht mehr. Das heißt, hier kann man ganz gut sehen, also man kann nicht einfach ein gutes Farbbild in ein gutes Schwarz-Weiß-Bild verwandeln. Ja, ich habe jetzt nochmal ein paar Herbstbilder von Farbe in Schwarz-Weiß gewandelt. Ich habe deshalb Herbstbilder genommen, weil hier ja wirklich immer sehr starke Farben zu sehen sind, die zwar meist alle aus dem Spektrum Rot, Gelb und Grün kommen, aber sich trotzdem gut haben wandeln lassen. Ich blende die jetzt in der Abfolge mal ein und dann könnt ihr sehen, ich denke, da sind einige ganz gelungene Beispiele bei. Ja, ich hoffe, diese kleine Einweisung in Wandlung von Farbfotografien in Schwarz-Weiß hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir doch gerne einen Daumen rauf. Ja, wenn dir meine Schwarz-Weiß-Bilder gefallen haben, schau doch mal auf meiner Website vorbei. In der Galerie Schwarz-Weiß-Bilder findest du dann noch mehr. Vielen Dank fürs Schauen und dann hoffe ich bis zum nächsten Mal. Ciao.